In einer Dose befinden sich 119 rote Kugeln und 247 blaue Kugeln. Die 366 Kugeln werden in 122 Beuteln mit jeweils drei Kugeln verpackt. Genau 21 Beutel beinhalten drei rote Kugeln und genau 12 Beutel beinhalten zwei rote Kugeln und eine blaue Kugel. Frage: Wie viele Beutel beinhalten keine rote Kugel? Wir haben also am Anfang diese Dose, die beinhaltet 119 rote und 247 blaue Kugeln. Und diese Kugeln werden jetzt aufgeteilt in 122 Beutel und jeder Beutel enthält drei Kugeln. Genau 21 Beutel beinhalten drei rote Kugeln. Also in 21 Beutel gibt es jeweils drei rote Kugeln. Und wie viele Kugeln macht das insgesamt? 21 mal 3, also 63 rote Kugeln sind so verpackt. Genau 12 Beutel beinhalten zwei rote Kugeln und eine blaue Kugel. Also so. Solche Beutel gibt es 12. Wie viele rote Kugeln sind dann insgesamt darin? 12 mal 2, das heißt 24. Und wie viele blaue? 12 mal eine, also 12. In weiteren Beuteln ist eine einzige rote Kugel verpackt und demzufolge auch zwei blaue. Und wie viele solche Beutel gibt es? 119 minus 63 minus 24, das heißt 32. So sind 32 Kugeln verpackt, also insgesamt in 32 Beutel. Da sind aber auch noch zwei blaue drin. In solchen Beuteln sind also insgesamt 32 mal 2, das heißt 64 blaue enthalten. Die restlichen Beutel enthalten gar keine rote, sondern nur drei blaue Kugeln. Und wie viele solche Beutel sind's? 122 minus 21 minus 12 minus 32, das heißt 57. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 57, das heißt Antwort D. Die Aufgabe ist beendet, aber man kann jetzt einen Test machen. In solchen Beuteln sind wie viele blaue Kugeln verpackt? 57 mal 3, das heißt 171. Und 171 plus 64 plus 12, das macht effektiv 247. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.